Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Röntgen von Freitag der 13. Heute mit Herausforderung Nummer 6, Kuscheln am Kamin. Obwohl es in dieser gesamten Herausforderung nicht einen Kamin gibt. Das ist ein Lagerfeuer, Leute, kein Kamin, okay? Aber genug davon. Kommen wir zu den Zielen. Holzfäller. Töte einen beliebigen Jugendleiter mit einem axtschwingenden Jason in der Nähe des, soll wahrscheinlich heißen, Holzhaufens. Irgendwas mit Holz. Fischig. Töte als Teil 8 Jason einen beliebigen Jugendleiter im Wasser. Darum spielen wir heute Teil 8 Jason. Der hat übrigens auch eine Axt, ne? Der Trollzoll. Lass niemanden die Brücke zum Parkplatz überqueren. Bei der Stange gehalten. Töte die zwei Liebenden im Zelt, während sie herummachen. Knüsselbraten. Röste Chad über dem Feuer, während du ihn an den Fußgelenken hochhältst. Und Außenborder-Amüsement verfüttere Eric an dem Bootsmotor. Na dann, los geht's. And so, they found the whole camp murdered. Their throats were slit and their skulls were crushed. Oh, come on. Nice story, Eric. Fine, don't believe me, but it happened right around here. Camp Crystal Lake. Yeah, that story scared the shit out of me growing up. Didn't some mom go nuts and kill some camp counselors? Exactly. But they say her son, Jason, came back to get his revenge. He still lurks the woods to this day. Shut the fuck up, Eric! Chad, I need to talk. Come on. Ja, unser lieber Eric weiß, wie man Mädchen gruselt. So. Teil 8, Jason, man sieht es schon, ist äußerst schnell im Wasser unterwegs. Als erstes werde ich erstmal den Bootsmotor aktivieren, denn sonst geht Eric nicht hier hin. Und dann gehen wir wieder ins Wasser. Und gehen erstmal zu, ich glaube, ihr Name war AJ und Chad zur Brücke, weil die werden sich dort unterhalten. Ich werde den beiden nichts tun. Ich bin eigentlich nur hier, damit ihr ein bisschen was von dem Dialog mitbekommt. Der ist jetzt nicht so wichtig, aber... Gönnt euch, okay? So, da kommen sie ja schon. Er blubbert ein bisschen, ich weiß, aber man sollte sie eigentlich verstehen. Hey, AJ, you okay? Eric was just having some fun. The story's probably some bullshit he saw in a movie. He knows I don't like scary stories. How about I give him a titty twister or a wedgie when we get back? Yeah, rip his tighty whities. You know, I'm really glad you came. Hey, look, we can leave in the morning if you want. We'll just stay one night. What's the worst that could happen, right? Just one night, right? Okay, an dieser Stelle verschwinde ich mal, weil ich muss Eric verfolgen, der da gerade langläuft. In dieser Mission werde ich übrigens zulassen, dass man eine Leiche entdeckt. Ich erkläre später warum. So, Eric. Hörst du es? Hörst du es? Da läuft ein Motor. Geh doch mal hin. Und dann beweise ich dir, wie viel Wahrheit in deiner kleinen Geistergeschichte steckt. Ja, Eric. Komm schon. Geh hin. Geh hin. Abstand der coolste Kill. Mit Abstand der coolste Kill. So, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Weil ich muss Chad am Feuer rösten. Denn der Holzfäller-Joe da hinten wird jetzt Eric entdecken. Und in der Zwischenzeit muss ich unbedingt Chad töten. Man hört es schon, er hat ihn entdeckt. Interessiert sich jetzt aber nicht für den gerösteten Chad. Auch das liebende Paar interessiert sich nicht für ihn. Und der Grund, warum ich das mache, den sieht man jetzt. That's my Jason. Denn Holzfäller Jones ist ins Wasser gegangen, um abzuhauen. Und jetzt hole ich ihn mir. Normalerweise würde niemand ins Wasser gehen.
So zumindest er. Da kann ich mir diesen Special Kill holen. Und jetzt heißt es... Beeilung. Um AJ zu holen. Erwischt! Die kriegt einen Standard-Kill. Die muss man jetzt nicht auf besonderen Wegen umbringen. Man könnte sie auf der Brücke umbringen, indem man ihren Kopf dagegen knallt. Aber das führt dazu, dass Chad nach ihr sehen möchte. Und das möchte ich nicht zulassen. Deswegen haben sie am Leben gelassen. Damit Chad beim Feuer bleibt. Ja, und jetzt gibt's nur noch zwei. Das liebende Pärchen im Zelt. Und um die kümmere ich mich jetzt. Jason ist hier. Und guck mal, was dort schon angelehnt an diesem Baum ist. Ja, diesmal nicht so viel Nacktheit, ne? Bisschen den Tod vereint. Yes. Kill for mother. Das ist das Witzige. Ich kriege den Schädel für unentdeckt bleiben. Obwohl er die Leiche entdeckt hat. Make them remember me, Jason. Make them remember. Ja, Mutter, darf ich jetzt wieder reden? So, also, Holzfäller-Kill habe ich mir jetzt nicht geholt. Das ist auch kein Special-Kill. Man macht einen Standard-Kill. Man muss ihn halt nur in der Nähe des Holzhaufens machen. Da ist nichts Besonderes. Er muss halt eine Axt haben. Es ist Standard-Kill, nichts Besonderes. Im Wasser getötet habe ich gemacht. Niemand hat die Brücke wirklich überquert. AJ stand ja nur drauf. Die zwei Lieben habe ich getötet. Chad habe ich geputzelt und der Bootsmotor kam auch zum Einsatz. Kleiner Tipp meinerseits für diejenigen unter euch, die es auch auf dieses Ziel mit dem im Wasser angelegt haben. Bringt unbedingt Chad am Feuer um, während er die Leiche entdeckt. Ansonsten geht er nicht ins Wasser. Ansonsten läuft er über den Steg zum Auto. Ja, auf diesem Weg geht er ins Wasser und dort könnt ihr euch ihn holen. Na, nur so ein kleiner Tipp. So, aber an dieser Stelle war es schon wieder mit der Folge. Ne? Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Reingehauen.